Was geht ab, ihr geilen Dubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Destiny Strikes. Wir spielen hier einen wunderschönen Strike gegen Malok. Aua. Den müssen wir hier in dem Strike töten. Es ist ein Siva-Krisis-Strike natürlich. Aber ich weiß gar nicht, ob hier jetzt irgendwas Siva-mäßiges ankommt. Sieht bis jetzt ein bisschen scharig aus. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Würde aber gerne mal die neuen Strikes spielen. Also einen kenne ich ja schon, aber würde gerne mal ein bisschen mehr. Oder ich weiß gar nicht, gab es nur einen? Und die anderen wurden nur geändert? Ich weiß es gar nicht. Übrigens erstmal Entschuldigung, dass ich jetzt erst anfange mit der Aufnahme und nicht direkt am Anfang. Ich habe da so harten Bullshit gelabert, das konnte ich euch nicht antun. Da habe ich mich halt ein bisschen verheddert wegen Aufnahmeplan und alles, was ich da gelabert habe. Das ergab alles nicht so wirklich Sinn und war für euch schwer nachzuvollziehen, denn ich habe halt aus der jetzigen Sicht geredet, von Tag der Aufnahme aus. Aber ihr werdet das Video erst nächste Woche irgendwann bekommen. Ich werde aber auch nochmal ein Video dazu machen, wie das mit dem Uploadplan ist. Also, nee, das Video ist dann schon gekommen. Mann, ich rede immer aus der jetzigen Position. Mann, ich kann... Nee, ich vergesse immer, mich daran hineinzuversetzen, dass ihr das Video erst nächste Woche bekommt. Also, es ist bereits ein Video zum Uploadplan vorhanden. So, aber wir kümmern uns da jetzt nicht drum. Oh, shit. Aber es wird auf jeden Fall hauptsächlich halt immer zu Destiny dann Strikes kommen und Multiplayer, also Schmelztiegel dann. Vielleicht auch mal was anderes, wenn ihr da Bock zu hättet, ich weiß gar nicht, vielleicht irgendwelche Suchen oder sowas. Wobei ich habe momentan nicht mehr so viele Suchen und die sind ja auch nicht so spannend eigentlich, ne? Von daher, ich denke mit Multiplayer und Strikes dann unterschiedlich, abwechselnd immer, da ist man ganz gut mit dabei. Da hat man dann quasi alles abgedeckt, die Strikes und die Multiplayer, PvP und PvE. So, jetzt machen wir hier mal. Ich wollte eigentlich schon einen heroischen Strike spielen, aber da fehlen mir noch ein paar Level. Da fehlen mir noch, genau gesagt, 20 Stück für. Dann habe ich das nötige Level dafür. Aber da werden wir ja auch noch hinkommen im Zuge dann der Videos, die ich noch veröffentlichen werde. So, mal gucken. Ach ja, wieso mal gucken? Ich weiß ja, was man machen muss. Also ich finde, es sollten einfach öfters neue Strikes rauskommen. Denn die Strikes machen einfach echt mega Laune. Alter! Wo kommen sie denn her? Mr. Ver... irgendwas mit Ritter. Verehrt, verschert, vernüppelt, keine Ahnung. Was der von mir will. Verehrt, habe ich doch richtig gesagt. Ach ja, falls ihr euch wundert, hier meine Waffe, das ist die, wie heißt sie nochmal? Quosdorf. Ich habe da nämlich mal, recherchiert, wie man die bekommt und dann habe ich die mir mal zugelegt. Ging ganz schnell, also relativ schnell. Also da gibt es einige Waffen, von denen ich weiß, die sind deutlich schwerer zu bekommen. Also hier die Quosdorf, die es nicht wissen, das ist die erste Waffe, die man damals bekommen hat in Destiny, also wirklich ganz am Anfang die absolut erste Waffe. Und ja, wer die halt noch hat, der ist im Vorteil, der muss einen Schritt weniger machen. Und die anderen, die müssen sich die vorher noch besorgen, aber das ist auch nicht sonderlich schwierig. Da kommen auch keine großen Schwierigkeiten auf einen zu. Von daher echt, Alter, wie viel schwere Munition hier liegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 schwere Munition, Alter. Was ist hier los? Normalerweise in einem anderen Spiel oder in anderen Spielen würde ich mir jetzt Sorgen machen, warum da so viel Munition liegt. Aber ich denke, das ist hier jetzt nicht so ausschlaggebend. Man, Munition braucht man in Destiny ja viel. Aber in anderen Horrorspielen bedeutet das halt immer,
Da kommt ein Bosskampf oder haben wir viele Gegner. Am besten sogar beides. Dann bist du mit dabei, du. Dann kann ich dir sagen. Also ich weiß noch, bei The Evil Within, als ich das damals gespielt hatte, ja, da kam Munition. Das war dann das erste Spiel, wo ich kennengelernt habe. Ja, wenn da viel Munition kommt in ein Horrorspiel, bist du gleich tot, bist du gleich am Arsch. Man muss ja alles einfach mal so kennenlernen, ne? Aber der Strike Day ist auf jeden Fall anders. Normalerweise würde hier jetzt nämlich von den Besessenen her. Okay. Solche Dinger gibt es ja immer noch, aber diese schwarzen Kugeln sein, die einem da festhalten. Toland hat geheime Pfade zwischen unserer Sphäre. Ja, ich habe auch geheime Pfade, Alter. Mit denen transportiere ich immer meinen Koks von A nach B. So, Scharjagd. Das tut ein Weh. Das hat tut ein Weh, Alter. Fick die Hexe! Hexenverbrennung! War ich schon damals ein großer Fan von dem Mittelalter. Nein, Spaß. Das war natürlich sehr großer Bullshit, der da getrieben wurde. Einfach so Menschen verbrennen, weil man dachte, dass das Hexen seien, wegen engen Bullshit, weil man eine Warze auf der Nase hatte oder sonst wo. Dann einfach den Menschen zu verbrennen. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen und da bin ich auch froh drüber. Das sollte auch nicht so sein. Das wäre nämlich nicht so gut. Was, das war blau? Das sah doch hammer so aus wie ein wie heißen die nochmal? Legendäres oder Sublimes. Das sah doch aus wie ein Lilanes. Okay, der Wurf war einfach, der war einfach Premium. Da könnt ihr nichts gegen sagen. Aua. Ich sag aua, weil ich an der Kante nicht vorbeikomme. Macht auch logisch. Aua. Okay, das war jetzt wirklich aua. So, mach weg die Hexe da. Ja, Bullek. Ach, weißt du was? Und dann holt er hier sein dickes Ding raus. So. Weiter geht's. Hüpf. 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 Alle der Weisheit. Gut, dann sollte ich hier schnell raus. Hier gehöre ich nicht hin. Nimm dich vor der Fäule in acht Hüter. Malok's Macht. Das Einzige, was hier faul ist, ist zwischen deinen Beinen. Ist ein schwarzes Blei, oder? Was ist das eigentlich genau? Die Dunkelheit, Alter, hat durch Maloks grausamen Wunsch Gestalt angenommen. Man nimmt auch so einiges Gestalt an, ey. Hat zwar keinen Sinn gemacht, aber ich laber einfach mal Bullshit. So wie es sich gehört. Ach, daneben! Fuck! Das war ja klar, ey. So, Rache ist mein. Biatch. Da. Den da oben hole ich mir auf, wenn ich treffen würde. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen in Maschinengewehre spielen. Denn ich habe halt lange Zeit nur mit Scout-Gewehren gespielt. Weil die halt sehr präzise sind. Man kann aus der Entfernung Leute schon gut Schaden reingeben und ja, machen halt viel Schaden. Da. Oh, da ist er verbrannt. Und burn. Warte mal, wer bist du denn, Alter? Du bist ja hässlich. Weg damit. Ich hasse die Captains, Alter. Die kommen immer hier mit ihren Scheißdingern an. So, einmal durchrasieren hier. Nope, so nicht, Sir. Heute ausverkauft.
So, mach mal weg da das Ding. Gib acht, Hüter. Ach, gib selber acht. Die Keule wird dir Stärke und Schnelligkeit entziehen. Dieser Schrein darf nicht von Malok kontrolliert werden. Ich habe dich vor, dich zuzulassen. Franzbrötchen. Jawohl. Einfach mal alle wegrasieren hier. Oh, ich wollte ihn eigentlich messern. Jetzt hat er meine Granate gefressen. Na gut, machst du nichts. Soll auch mal vorkommen. Habe ich gehört. Jungs, Rückzug. Hier kommen doch gleich die Gesellen Stinkefuß, die hier immer spawnen. Ach, da sind sie ja schon. Gesellen Stinkefuß. Jawollek, das ging daneben. So, das müssen wir auch wegmachen. Dann können wir hier nämlich regenerieren. Ah, ich kenne mich aus. Ich weiß, wie läuft. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Dann komme ich vorbei. Was ist hier denn los? Oh. Nein! Ich bin voll drin in der Scheiße. Egal. Ja, hier einfach mal bam, bada, bam, 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 bam. Oh, wow, wow. Will sich hier eigentlich auch meine um die kümmern? Kann ich alles machen, Junge? Ja, wie man sehen kann, habe ich sehr viel Leben. Und ich bin der letzte Hüter. Jetzt kann ich zumindest regenerieren. Ich wollte schon sagen. Also normalerweise müsste ich jetzt regenerieren. Nee, ich bin so langsam. Ja, hör mal auf, hier Kernspaltung zu betreiben, Junge. Das kann böse enden. Atombombe und so. Ja, da hat er schon richtig viel Damage reingekriegt, Jungs. Was macht ihr denn so die ganze Zeit? Ich kümmere mich hier um die Kleinen und muss mich auch um die Großen alleine kümmern, oder was? Also so funktioniert Teamarbeit aber nicht. Zumindest ist mir diese Art von Teamarbeit nicht bekannt. Fuck. Ja gut. Dann kommt mal her. Und lass mal Munition da. So, geh mal weg hier jetzt. Als ob der meine Messerangriffe so aushält. Alter, jetzt ist aber gut hier. Das kann ich ja nicht zulassen, was der hier macht. Höchst illegal. Warum sind da so viele Leute? So viele Leute hier. Mach dein scheiß Schild da weg, ey. Mach da einen auf Supporter oder was? Lol, von da hinten, ey. Was wollen die denn? Mach weg den Schnaps. Aua! Aua! Oh. Minimal ist knapp gewesen. Alles unter Kontrolle. Überhaupt kein Problem. Gib ihm! Jawohl! Boah, jetzt kriegt er aber von allen hier auf den Deckel. Jetzt kommt die hier wieder. Ja, hier frisst halt meine schwere Muni. Ist mir gerade egal. Hauptsache, ihr geht drauf. Jetzt! Alter! Mach doch mal dein Schild weg! Ah, lol, ich habe die ganze Zeit Einzelschüsse gemacht. Ich habe doch ein MG. Also im Maschinengewehr bin ich komplett behindert. Ja, bin ich, aber das ist dann doch schon eine Ausnahme gewesen gerade. In diesem Ausmaß ist es bis jetzt noch nicht vorgekommen. Ich wusste nicht mal, dass es eine Steigerung davon gibt. Mein Behinderungsgrad. Ah, lol, der steht direkt dahinter. Den habe ich nicht gesehen. Hast du nichts? Boah, die Dinger fressen so viel Munition, ne? Gott sei Dank ist Munition hier kein Armutszeugnis in Destiny.
Was macht der denn da hinten eigentlich? Also mein Teamkollege. Was erhofft er sich da? Momentchen. Jawohl. Oh, oh. Die Richtung ist scheiße. Die Richtung ist sehr scheiße. Oh, ich kann gerade nichts. Also, das kann ich nie, aber... Ihr wisst, was ich meine. Oh lol, jetzt haben wir beide gleichzeitig geschossen. Na gut. Da kriegt er, glaube ich, sogar... Müsste er ja noch mehr reinkriegen, wa? Hi! How is it so? Was geht ab? Alter, was macht ihr mit mir? Ach Mensch, mein Muni ist schon wieder leer. Okay, also so wenig Muni wie jetzt hatte ich selten in Destiny. Selten bis sogar nie, könnte man schon fast sagen. Das ist gerade ein bisschen extrem. Ja, jetzt macht er eure Scheiße weg. Burnt. Burnt alle. Ihr müsst burnen. So, ich muss einmal kurz regenerieren. Dann renne ich da mal hin und hole mir Munition. Jawohl. Oh, da liegt doch auch ein schönes Engramm und was für meine Super. Das finde ich super. Und Rückzug. Blub. Aua, heiß, Feuer. Der spielt jetzt die neue Heizung hier von mir. Da brauche ich dann kein Gas verheizen im Winter. Mache ich einfach mit Malok, dem Stolz von Oryx. Absolut kein Problem. Da burnen sie alle. Der lebt noch. Alter, wie... Ich hasse die Typen, ne? Habe ich das irgendwann schon mal gesagt? Och nö, die hasse ich auch. Ich hasse allgemein die ganzen Besessenen, die sind scheiße. Alter! Aber full in the Fresse. Höchsten Ausmaßes, ey. Hui! Oh. Nee, mach mal weg den Shit. Brauche ich gerade nicht. Kein Bedarf. Ach nö. So, jetzt ist wieder alles normal. Aber ich immer noch nicht. Mann, ich krieg den Captain da nicht weg. Captain Morgan. Hören Sie mal bitte auf damit. Das ist jetzt echt dringend. Oh oh. Oh oh. Tschüss. War schön mit dir gedient zu haben. Du stirbst jetzt, Alter. Ich glaube, der will nicht sterben. Muss er aber. So. Malek. Ey, Malek. Was ist los? Oh, ich habe nur noch einen Schuss. Ja gut, das war's wieder. Muss mal wieder eine Versorgungstour machen. Nein. Das ging voll daneben. Du Lappen. Aua, dafür hat mich das erwischt. Was ist da los? Machen wir die Dinger mal weg. So, einmal reinhalten. Da ist wieder ein Captain. Natürlich. Natürlich ist da ein Captain. Captain Iglo. Scheiße. Lol, ich bin der Letzte. Moment, Leute. Ich muss kurz regenerieren. Okay, jetzt. Au. Warum hat er gerade nicht wiederbelebt? Au. Ich muss kurz regenerieren. Ja, GG, Alter. Was macht ihr hier? So.
Und da jetzt den. So. Oh, Gott sei Dank, der hatte Schutz drauf, weil er gerade erst gespawnt ist. Boah, ich dachte, der macht uns jetzt alle mit seiner Salve da weg. Jungs, 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 was ist hier los? Wir müssen uns jetzt mal hier ein bisschen zusammenreißen. Das geht so nicht weiter. Sonst verkacken wir das noch. Oben rüber? Nee, ja doch. Na gut, er macht das. Nein! Scheiß Auto-Aim! Ich hasse mein Leben, Alter. Nein! Ach komm! Warum tust du mir das an? Haha, alles normal. Ach shit, ey. Mann, wir hatten den schon fast. Kann doch nicht sein. So, hier direkt ein Willkommensgeschenk. Da, Motherfucker. Oh shit, jetzt ist er weggegangen. Kugel. Hey, scheiß auf Kugeln. So. Einfach mal wieder ein ganzes Magazin reinpumpen. So, Headshot, 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 Headshot. Ich würde mal so eine Anzeige bekommen, immer wenn Headshot ist, einfach der ganze Bildschirm voll. Ach, halt's Maul, Jungs. Keiner mag euch. Wisst ihr das eigentlich? Was machst du denn hier? Seit wann kommt hier einer hingerannt? Habe ich auch noch nie gesehen. Normalerweise ist hier immer safe gewesen. Nur die Kugel brauche ich nicht wegmachen. Jungs, ihr müsst euch erstmal kurz um die Kleinen kümmern, dann könnt ihr den Großen auch ganz in Ruhe angreifen. Das ist gar nicht mal so einfach, so schwer zu verstehen. Das ist gar nicht mal einfach zu verstehen, ja. Genau, das ist wahrscheinlich auch das Problem bei denen. Malok ruft Hilfe herbei. Er hat einen Lappen, Alter. Der braucht Hilfe. Der kann einfach nichts. Der muss hier diese Low Bobs. Aua. Muss er um Hilfe rufen. So schlecht ist der Typ. Einfach keine Gefahr. Ist gerade nur gestorben, aber ist keine Gefahr, der Typ. So, einmal durchrasieren hier. So. Ah. Ich wusste gar nicht, dass wir schon wieder Oster haben und ein Osterfeuer hier rumgurkt. Kommt doch gerade erst zu Weihnachten. So. Surprise, Motherfucker. Aua. Ich krieg gerade Surprise von der rechten Flanke ab, ey. Surprise, Motherfucker. Ich wurde geburnt. Ich bin jetzt ein Crispy Chicken. Oh Mann, ich laber wieder nur Scheiße. So, mach weg den Shit. Jetzt mach weg den Shit, jawohl. Ah, heiße Füße. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Kalte Füße oder heiße Füße? Also... Was ist unerträglich da? Extreme Kälte oder extreme Wärme? Hm. Experiment. Nein. Das würde mich echt mal interessieren. Also ich denke, extreme Hitze oder extreme Wärme kriegt man sofort mit den Schmerz. Bei extrem Kälte, da bist du, glaube ich, erst am Anfang, du merkst, dass es kalt ist, aber den Schmerz, den kriegst du, glaube ich, erst später. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Wenn man irgendwie, also ich hatte das zumindest mal, wenn man hatte mit einem Kumpel einfach so eine Challenge gemacht, wer die Hand am längsten im Schnee halten kann. Oh, shit. Ha, daneben, Noob! Und, ja, da ging das halt, es wurde kalt dann irgendwann, ja. Aber, ich hatte keine Schmerzen gehabt, als ich das gemacht habe. Das kam erst später, als die Hand wieder warm geworden ist. Ich weiß nicht, ob ich da schon gefühlstot war. Aber, die Schmerzen von der Kälte, die habe ich erst später gespürt. So, kriegt er direkt meine Ulti auch ins Face. Wir dürfen nur nicht wieder zu riskant hier werden. Oh, voll on drücken. Der hat gesessen, Junge. Okay, jetzt kommt er wieder hier mit seinen Kumpels. Nope, Sir, du greifst mich nicht an. Ich spam dich einfach voll mit Munition. Ach, JP Beigel, warum bist du tot? Was hast du gemacht? Brauchst du einen Toaster? Ich weiß zwar nicht, was ein Toaster jetzt damit zu tun hat, aber es wird etwas bringen, ich sage es euch. Ist... Aua! Nicht tun! Das tut doch weh, Leute! Könnt ihr nicht mal nachdenken, einmal auch um andere Leute Sorgen machen? Das sind schlimme Gesellen hier, ohne Spaß. Was ist das? Take that, Junge. Was soll der Scheiß? Malok ändert die Taktik. Er ist jetzt von Münz-Tic-Tacs ist er jetzt zu Orange-Tic-Tacs übergegangen. An dieser Stelle mal eine kleine Frage, was schmeckt euch lieber? Also was mögt ihr lieber? Was schmeckt euch besser? Orange-Tic-Tacs oder Minze? Mhm. Also ich persönlich mag beides. Ist irgendwie schwierig zu sagen, was ich lieber mag. Also manchmal mag ich Minze lieber, manchmal Orange, aber bis jetzt in den Jahren, die ich so auf meinem Buckel habe, habe ich eigentlich immer Orange am meisten gegessen. Ich bin der Orangenmeister. Ja, hier auf dem Besessenen da jetzt. Also, das sind zwar mehrere, aber auf den Captain. Ihr wisst, was ich meine. Aua, nein! Oh, fuck! Easy. Kein Problem. Aua. Mit. Da kam gerade irgendwas von hinten, glaube ich, angeflogen. Oh, oh, nein! Kugeln! Hang. Hat er erstmal voll ins Gesicht bekommen. Boah, dem bin ich noch entkommen. Bin halt ein kranker Dude, wa? Ja, wohl alle zerstört. Nein! Oh, der hat mich erwischt. Munition! Ich habe irgendwie ein paar Probleme gerade. Also Probleme habe ich immer, aber... Die gerade finde ich nicht gut. So. Das könnten wir diesmal schaffen. Wenn wir nicht wieder irgendeinen Scheiß bauen und ich endlich mal hier Muni kriege. Ach, ich habe schon Muni. Dann ist ja alles klar. Jawohl, erstmal daneben werfen. Nein! Lace den Schild. Oh oh. Ob ich den kriege, sei jetzt mal kurz dahingestellt. Oh.
Moment, einmal nachladen. Kugel. Kugel. Okay. Dann nicht. Da hat sie einfach den Weg nicht gefunden. Da ist das Navi nicht angegangen. Oder sie hat die Landkarte falsch gelesen. Und kam deswegen nicht an. Oh shit, die hat aber die Landkarte gelesen, ey. Da habe ich mich sogar noch perfekt umgedreht, um da reinzugucken. Jetzt kann ich den Typen nicht treffen, weil er dahinter steht. Ernsthaft? Oh shit. Ich glaube, das schaffen wir nicht, oder? Oder? Oder komm schon. Ja, ja, ja. Oh. Gut. Gott sei Dank, ey. Ey. Böse Kugeln. Da sind noch mehr. Nein, er weicht mir aus. Oh, shit. Wir müssen uns eigentlich mal ein bisschen Luft verschaffen, dass wir hier nicht so viel Gastleute vor unserem Haus haben. Das ist nicht gut. Hier, Jungs, macht das mal weg. Aua. Kugeln. Ja, der ist fast tot. Ich lasse mich da manchmal auch gerne locken. Früher war das zumindest so. Wenn ich dann gesehen habe, der hat nur noch so wenig Leben. Ja, das kann ja nicht mehr so viel sein. Aber im Vergleich ist das natürlich wenig, aber trotzdem ist das noch viel, was er an Leben hat. Da wurde ich dann manchmal genatzt. Also was er jetzt halt noch geschluckt hat und immer noch am Leben ist. Jawohl, jetzt ist er weg. Da frisst das. Maloks Macht über die Fäule war beeindruckend. Du bist oh, eine Moment. Auszeichnung für den Turm. Ich hab sogar. Yay! Wohl, ich sehe nichts. Was stöhnten die jetzt so? Muss ich mir da jetzt Sorgen machen? Es ist, muss ich jetzt oder ist alles in Ordnung? Ah, das lief doch. Leider einmal gestorben, aber kann ja mal passieren. Ja, ich hab's mitgekriegt mit den Skelettschlüsseln. Das weiß ich doch schon länger, du Nudelsalat. Boah, 270 Kills. Mein Team hat 87 und 77. Das heißt, ich habe mehr Kills als die beiden zusammen. Ja, präzise Kills. Ja. 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 Ihr seht, wer der Gute ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ich hoffe, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.